Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der 17. Rundfunkänderungsstaatsvertrag ist das Ergebnis des Verfahrens beim Bundesverfassungsgericht, das durch die Ereignisse rund um den damaligen Chefredakteur Nikolaus Brender und die klare und harte Einflussnahme durch den seinerzeitigen hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch ausgelöst wurde. Ursprünglich waren es die Grünen und hier insbesondere meine Bundestagskollegin Tabea Rösner, die den Gang nach Karlsruhe angestrebt haben. Kurt Beck und die Sozialdemokratische Partei zogen nach und das Bundesverfassungsgericht hat gesprochen. Mehr Staatsferne, größere Unabhängigkeit des Fernsehrats und keine Versteinerungstendenzen mehr. All das haben wir in einer eigens dazu noch beantragten Anhörung hier im Landtag Nordrhein-Westfalen ausführlich mit den Expertinnen und Experten erörtert. Die einhellige Aufforderung aller Medien- und Verfassungsrechtlern war: Stimmen Sie diesem rund erneuerten ZDF-Staatsvertrag zu. Es gibt bisher keinen besseren. Und auch wenn es einzelne Kritikpunkte geben mag, die man auch begründen kann, meine sehr geehrten Damen und Herren, insgesamt ist für uns Grüne klar, wir lehnen den vorgelegten Entschließungsantrag der FDP ab und stimmen dem 17. Rundfunkänderungsstaatsvertrag zu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.